Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Ja, die große Frage ist, wann gibt es mal wieder flächigen, nennenswerten Regen in Deutschland? Ja, die letzten 4 bis 5 Wochen, die waren ja fast überall knochentrocken. Ja, und es wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal weiterhin kein Regen zusammenkommen. Ich habe euch mal eine Animation von Europa mitgebracht mit den sich aufsummierenden Regenmengen bis weit in die nächste Woche hinein, bis Mittwoch in etwa. Und wir sehen die sich schnell anschwachsenden Regenmengen im Mittelmeerraum, Südfrankreich, Nordspanien, jetzt in den letzten Tagen schon viel Regen. Barcelona erlebt den nassesten April seit Aufzeichnungsbeginn. Ja, und bei uns passiert erstmal lange Zeit gar nichts. Also frühestens am Mittwoch sehen wir mal so ein paar bläuliche Signale. Das ist aber zum einen noch völlig unsicher. Ja, und zum anderen reicht es nicht mit ein paar Schauern. Es braucht mal nennenswerten flächigen Regen, dass so mal 20, 30 Liter Regen innerhalb von wenigen Tagen dann zusammenkommen. Und dieser Regen ist halt, wie gesagt, erstmal nicht in Sicht. Schauen wir uns die einzelnen Tage an. Beginnen wir mit dem heutigen Mittwoch, der ist wieder schnell erzählt. Durchweg sonniges Wetter, vielleicht mal ein paar Wolkenfelder im Nordosten und Osten des Landes. Ansonsten meist wolkenlos. Bei Temperaturen, die an den Küsten mit Seewind so bei 11 bis 14, 11 bis 15 Grad liegen. Auch sonst im Norden landeinwärts meist Werte unter 20 Grad. In Richtung Süden und Südwesten noch mal 1, 2 Grad mehr als an den letzten Tagen. Stellenweise am Oberrhein sogar bis zu 25 Grad. Der Ostwind wird im Vergleich zu den letzten Tagen zwar spürbar sein, wird aber insgesamt jetzt ein bisschen nachlassen. Dazu haben wir weiterhin die hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahrenstufe. Teilweise haben wir, wie gesagt, die höchste Warnstufe erreicht. Gucken wir auf die nächsten beiden Tage. Donnerstag und Freitag. Am Morgen weiterhin sonniges Wetter. Im Norden mal ein paar Schleierwolken. Über den Alpen und im Schwarzwald vielleicht mal ein paar Quellwolken. Es bleibt weiterhin trocken. Temperaturen steigen in der Fläche sogar etwas an. Auch im Norden des Landes landeinwärts durchaus um die 20 Grad. Am Freitag dann mal ein paar Wolkenfelder, die auch in die Landesmitte vorankommen. Auch im Süden mal ein paar Quellwolken, aber weiterhin viel Sonne und natürlich auch weiterhin trockenes Wetter. Im Norden kommt mal ein bisschen kühlere Luft rein, da dreht der Wind schon auf nördliche Richtungen, im Süden und Südwesten weiterhin frühsommerlich warm. Werfen wir dann mal einen Blick auf das Wochenende, ein Trend für das Wochenende. Es geht voraussichtlich, wie eingangs schon erwähnt, mit trockenem Wetter weiter. Im Norden kommt, wie gesagt, ein bisschen kühlere Luft rein, dort wieder Werte meist unter 20 Grad, dazu ein paar Wolkenfelder. Ich will nicht ganz ausschließen, dass es vielleicht mal zum Sonntag ein paar wenige Schauer im Norden gibt, auch am Samstagabend vielleicht an den Alpen mal ein kurzer Schauer. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ansonsten im Süden weiterhin Temperaturen von meist über 20 Grad. Gucken wir am Ende nochmal auf einen 14-Tage-Trend. Ich habe euch Gera in Thüringen herausgesucht. Das ist jetzt noch die Modellberechnung von gestern Abend. Heute so etwa 10.30 Uhr gibt es dann den neuen Lauf. Ich verlinke euch das Ganze hier auch nochmal in den Infokarten. Da könnt ihr euren Wunschort mal raussuchen. Tja, und was sehen wir? Wir sehen die Entwicklung halt jetzt Donnerstag, Freitag noch mit relativ hohen Temperaturen. Dann gibt es den kleinen Runtergang, da geht es leicht runter mit den Temperaturen, so am Wochenende auf 14, 15 Grad. Dann geht der Unsicherheitsbereich, wird größer werden zum Beginn der neuen Woche, könnte aber wieder etwas wärmer werden. Tja, und was dann zum Mittwoch, Donnerstag passiert, ist noch völlig unsicher. Wie gesagt, mit ein paar Schauern ist es nicht getan für die Natur. Die Natur braucht dringend den Landregen. Und das war's von mir. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Ich sage Tschüss.